Mario Odyssey. Allseits bekannt, überall beliebt. Aber eines ist es nicht und das ist gefürchtet. Doch das kann man ganz schnell ändern. Ich habe die Challenge schon gemacht, pro Tod ein rohes Ei. Oder die Challenge pro Treffer ein Insekt fressen. Aber heute treiben wir es auf die Spitze. Nachdem wir es beim letzten Mal bis zu New York City geschafft haben, werden wir jetzt die zweite Hälfte spielen. Aber ein Treffer ist gleich... Oh, shit. Vic meinte zu mir immer, das ist das Schlimmste der Welt. Also wirklich der Welt. Ich hab nur gerochen. Nein, das ist zum Kotzen. Ich allerdings hab's noch nie getrunken. Doch das wird sich heute pro Treffer ändern. Aber nicht nur das. Mit jedem Treffer, den wir dazu bekommen, auf den vorherigen, müssen wir immer mehr einschütten ins Glas. Also pro Treffer wird immer mehr Sauerkrautsaft getrunken. Und mir ist gerade schon so ein bisschen schlecht. Werde ich es also überhaupt schaffen, das Spiel so durchzuspielen? Werde ich vielleicht sogar kotzen müssen? Oder schaffen wir es doch noch irgendwie? Finden wir es jetzt heraus! Scheiß auf alles! Mir ist eigentlich egal, ob ich getroffen werde. Ich möchte einfach nur zu Paulina. Paulina, ich liebe dich! Okay, warte. Soll ich es riskieren? Aber ist schon dumm auch, oder? Wir müssen das Video direkt spannend starten. Wir machen es, auch wenn ich selber Angst habe. Digga, das ist jetzt aber gar nicht so gut. Ein kleiner Schluck direkt. Scheiße! Das riecht wie Furz! Wie gesagt, mit jedem Treffer ein bisschen mehr ins Glas. Jetzt also nur ein bisschen. Jetzt werden wir rausfinden, ob Vic nur so getan hat oder ob es wirklich so schlimm ist. Ich riech nach Furz. Wenn wir am Ende ein ganzes Glas trinken müssen, ich schwöre, ich kotze. Digga, wie soll ich jetzt überhaupt mit Paulina reden? Ich stink voll aus dem Mund. Es tut mir leid, Paulina, ich muss mit dir reden. Ich muss wissen, was ich machen muss. Hi. Oh mein Gott, stinkst du? Ah, die vier Musiker, genau, okay. Entschuldigung, aber ich möchte nicht mit dir reden, du stinkst aus dem Maul. Ich weiß! Fuck mich nicht ab! Wow, das war eine sehr schwere Mission. So, Bro, was geht ab? Stinkst du aus dem Maul? Ich weiß, Bro, halt deine Fresse. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Oh, ist so wild. Die Erinnerung kommt zurück. Hier irgendwo musste ich mein erstes Ei trinken, glaube ich. Was geht ab, Bro? Boah, Digga, geh mal weg, du stinkst aus dem Maul. Ja. Also, yeah. Nur noch ein letzter Musiker. Hey, Bro, egal ob du aus dem Mund bist oder nicht, ich werde dich immer akzeptieren. Ah, danke, Bro. Guck, der erste Ehrenmann. Du bist umwerfend. Du stinkst so aus der Fresse wie eine Kuh aus dem Arsch. Aber du hast es geschafft. Danke, schätze ich. Da hat sich ein neues Problem aufgetan. Immer Probleme. Okay, wir müssen da auf jeden Fall rein und diese fette Pflanze besiegen. X. Oh nein, hier sind wir. Ratte, nein, spring nicht. Nein. Eine Schweigeminute für die Ratte, Leute. Wenn man da reinspringt in dieses Lilane, stirbt man? Beziehungsweise kriegt man einen Treffer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. I can't believe my eyes. Alter, das war knapp. Okay, wir sind raus. Paulina, wie bist du hier runtergekommen? Wie hat sie das überlebt? Hey, mein kleiner Stinker. Das geht ab. Ich sehe ganz selbst. Ah, halt deine Fresse. Ich will gar nicht hören, was du sagst. Den Stern haben wir geholt. Nein, ich habe Stern gesagt, goddammit. So, erstmal wieder Power-Run machen. Butz! Wird's Zeit für das Festival. Boah, Pauline sieht so geil aus auf diesen Bildern. Ah, Pauline. Tut mir leid, ich werde mir gleich die Zähne putzen. Diese scheiß Barrels sind so schlimm. Aber Donkey Kong war mein Game damals in den Arcade-Hallen. Damals, als ich noch nicht geboren war. Okay, das ist auch scary. Okay, so weit, aber so gut. Imagine, wir machen jetzt wirklich so einen kompletten No-Hit-Run. Oh, die Stelle. In his world, na, 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 where one is off. Never feel, over. Never feel, never feel the fall. Digga, ich komm da nicht hoch. Was ist los mit mir? Never feel the fall. If you leave without a map, you'll find your mama sitting in your... Asshole, you bastard! Was geht ab, Peach? Pauline? Nah dran, Dill. Vielen Dank, das ist gut gemacht. Weißt du was? Ich kann darüber hinwegsehen, dass du stinkst. Nimm meine Münzen. Monde. So, jetzt müssen wir nur noch ein paar Sternchen holen. Bruh. Langsam habe ich keinen Bock mehr auf meine dumme Scheiße. Kann ich einmal Mond sagen? Nice! Okay, jetzt 100, glaube ich, oder? Oh mein Gott, okay. Ich glaube, das war's, oder? Oh, mehr will ich auch nicht machen. Das war so stressig gerade. Ist hier oben überhaupt irgendwo ein Mond? Sind wir gerade nicht am selben? Nee, da ist ein Mond. Okay, geil. Ich hoffe, wir können überhaupt so darüber. Das lief ja mal mit. Versuch Nummer 2. Zum Glück kann man TP. Danke! Mein Gott, als ob das so schwierig ist. Herrgott, im Himmel noch eins. So, noch 3 Monde. Kann ich darüber springen? Ist mir das möglich oder werde ich dann sterben? Kann ich darüber springen? Sieht schon weit aus. Oh! 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 Hä? Das ging ja komplett easy. Ich hab's sogar bis zur Rakete geschafft. Ah, die Stelle. Warte mal. Gibt es nicht eine Möglichkeit, diese ganze Sektion da hinten zu skippen, indem ich einfach hier so einen coolen Jump mache? Eigentlich schon. Ha ha ha!
Weißt du, einmal risky Sachen machen, okay. Zweimal risky machen, einmal nur dumm. Zeit für Furzwasser. Der Moment der zweiten Wahrheit ist gekommen. Mehr als beim letzten Mal rein. Mehr als beim letzten Mal. Das ist mehr als beim letzten Mal. Das ist deutlich mehr als beim letzten Mal. 3, 2, 1. Warum stinkt das so? Je mehr es wird, desto schlimmer wird es, das runterzuschlucken. Ey, wenn wir wirklich am Ende so oft getroffen wurden, dass ich einfach das ganze Glas trinken muss, ich glaube, dann muss ich mich einfach umbringen. So, jetzt diesmal. Hear me out. Ich kann's gerade nicht. Nicht nochmal direkt. Ich werde beim nächsten Treffer noch mehr direkt für 2 Schlücke mehr ins Glas machen. Können wir damit leben? Bitte? Danke. Danke. Oh Mann, wie kann man so scheiße? Ich dachte, ich musste halt mit der Cap. Digga, ich kann dieses Spiel nicht mehr. Ich bin so schlecht in diesem Spiel geworden. Ich weiß aber nicht mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Oh, jetzt haben wir zumindest den Mond. So, jetzt hier in der Crowd ein bisschen chillen. Ich meine, hier hinten war auch irgendwo. Muss ich das hier vielleicht aktivieren? Ah, da ist der Mond, okay. Lass mich durch, Bruder. Junge, hey, lass mich durch. Allerletzte Sekunde, holy shit, Mann. So, jetzt weg, weg aus dieser Dreckswelt. So, was war nochmal die nächste Welt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ich habe die Wahl. Ich würde sagen, erst Küstenland. Weil Küstenland 30 mal geiler ist als Polarland. Was ist denn da oben auf dem schicken Glas? Ah, dieses fette Drecksvieh da oben müssen wir holen. Oder in Mad Marius Worten. Du fettes Rindvieh! Ich meine, hier war, ja, da oben ist auch direkt ein Mond, sehr gut. Kommt man da hoch? Wartet mal. Damn, war das gut. So, den ersten haben wir. Der zweite, oh nein, ich weiß noch. Da oben, den wollen wir holen. Und ich weiß noch, der Weg dahin war gottlos. Ah, oh, verfolgt er mich immer noch? Ah, geh mal weg. Kann ich auf den drauf springen? Junge, geht mal weg, Alter, lass mich mal in Ruhe. Oh, Digga, was stressen die so? Okay, ich glaube, wir brauchen noch den hier. Und jetzt können wir da oben direkt einen Mond holen mit dieser Ollen. Gib Mond, Alte, danke. Jetzt schnell weg hier, schnell weg. Guck mal, da kommt einer, da kommt er. Oh, okay. Stress. Okay, und jetzt müssen wir noch weiter hochkommen, ohne getroffen zu werden. Oh mein Gott. Digga, ich sehe halt nicht, wo die kommen. Der charged mich. War das knapp. Die haben Aimbot aktiviert. Real Talk. Da, aus diesem Arschloch kommt das rausgeschossen. Oh, her damit. Danke, Bruder. Holy shit. Putz. Hohmeier, du willst die 4 von Helm spulen lassen? Ich gebe das köstliche Sauerkrautsaft. Nicht kampflos her. So, hier war ich letztes Mal übertrieben lost, weil ich nicht wusste, dass man einfach schütteln kann und dann mehr weggeht. So, genau. Oh Gott, das war knapp. Wie der letzte Vollhang. Putz, putz. Nein, ich glaube, wir müssen erst. Oh, jetzt kommt die Unterwasserscheiße. Okay, keine Panik, Dylan. Du weißt, was passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ah, es geht los, Leute, es geht los. Ah, warum müssen die genau da kommen, wo ich bin? Wie schwimmt man schneller? Ich sterbe. Wie schwimmt man schneller? Ich sterbe. Aber wie schwimmt man schneller? Wie schwimmt man schneller? Oh, die Fische. Katastrophenzustand. Das hier ist auch wie Abführmittel. Ich werde am Ende mir nicht nur kotzen, sondern auch in die Hose scheißen. Vic hat nicht übertrieben. Das ist wirklich ekelhaft. Also wirklich ekelhaft. Wir dürfen nicht mehr getroffen werden. So, raus hier. Ich hasse mein Leben. Noch eine Fontäne, Leute. Da hinten. Putz! Und jetzt gib mir deinen Sauerkrautsaft. Wobei, nein. Ich möchte eigentlich nur die Sauerkrautsaftproduktion stoppen von dem Bruder. So, wie komme ich jetzt zu dem Bastard rüber? Ich will diese Viecher haben, aber die sind überall bei ihm. Okay, jetzt, das ist der Moment. Das ist der Moment. Weg. Wie geht das nochmal? So, ne? Treffer. Sehr gut. Wasser holen. Ganz wichtig. Ah, nein! Ich hasse diesen Boss. Ich verstehe ihn nämlich nicht. Nein, ich muss noch mehr als gerade eben machen. Komm jetzt her, Junge. Ich schwöre, ich raste aus. Komm jetzt her. Komm doch. Ich werde kotzen. Komm jetzt einfach her. Du kannst nicht ständig vor deinen Ängsten davonlaufen. Ich hasse diesen Gott. Ich hasse diesen Gott. Ich verstehe ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich mache den jetzt erst zu Ende. Darüber freut. Wow, Leute. Yeah, geil. 3 Monde. Ich finde das. So, das war beim letzten Mal. 6. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Never back down, never back. Digga, meine Augen. Ich bin rot, Junge.
Tränen. Ab ins Polarland, Leute. Oh, was geht ab, Leute? Boah, ein bisschen chillen, Alter. Ein bisschen entspannen hier. Erstmal einen Mond kaufen. Was geht ab? Einmal Mond, bitte. Wir brauchen schon so ein bisschen Drip eigentlich. Boah, Drip out. Wir sehen aus wie so ein Pilot oder so. Nein! Nicht die windige Höhle. So, Bro, du hältst einfach mal Chili-Milli deine Fresse jetzt. Ich rede ein wenig ruhiger, weil ich mir gerade aktiv in die Hose scheiße. Und ich meine, da oben war ein Mond. Kann ich da nicht einfach so... Oh, ich hab so Angst. Diese scheißwindige Höhle macht mir aktiv mehr Angst als alles andere. Oh, Gott sei Dank, zumindest war hier ein Mond drin, okay. Raus aus der windigen Höhle. Zum ersten Mal nicht getroffen worden. God's plan. So, wie besiegt man diesen Basi? Basi! Oh mein Gott, der hätte mich gerade straight fast getötet. Okay, ich muss einfach gegen seine scheiß Bastardkacke machen. Das macht mir so Angst alles. Geh doch bitte drauf, Mario. Danke, Mario. Ein Treffer noch. Nein, vor allem, es kommt auch noch dieser eine Boss. Wisst ihr, welchen ich meine? Dieser Mecker. Immerhin haben wir den besiegt. Oh, ja, damit. Oh. Wirklich, ich möchte einfach nur noch aus Polarland raus. Ich möchte zur letzten Welt, damit ich dieses Gefühl von Finale habe. Hier runter. Oh, 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 oh. Ach da, okay, oh. Jiba, lieber Fieber. Fast noch vom Goomba getroffen worden. Oh, Gott sei Dank geschafft. Bowserland, it's time for Bowserland, Leute. Bowserland. Großes Finale steht an. Ja, so viel dazu. Mega geiles Bowser. Ja, ich bin Bowser. Ja, Stämmertopf, halt dein Maul. Lass einfach kämpfen. So, der war aber, glaube ich, sehr easy eigentlich, ne? Der hat einfach nur gekotzt, dann hat man den hier gemacht und dann war der so, ja, Bro, was geht? Ja, der ist piss easy, piss easy. Digga, auf einmal ist das so der schwerste Boss der Welt. Nur weil ich meine Fresse zu weit aufgerissen habe. Oh, okay, nice, Jesus Christ. So, jetzt hier den Über-Jumpscare, überdings machen. Parkour, meine ich übrigens. Easy, Bruder, komm her. Fuck, fick dein Mann. So, scheiß Goomba, Alter, jetzt gib mir dein Herz. Gib her. Nice. So, ihr wisst, Lotterie kann ich eigentlich nicht, aber das ist nicht Luck, das ist Können. Hard. Seht ihr, das ist easy. Und Können, das besitze ich schon. Nicht. Nice. Ja, mit dem Mond. Go. Oh, schau mal hier an. Oh, die Mucke. Na, 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 na. Da muss ich immer an YouTube-Videos denken. Also diese Musik ist einfach für YouTube-Videos gemacht. Also real talk. Hä, was ist passiert? Ich mach das jetzt kurz noch, bevor ich trinke, aber wie ist das passiert? Werd mal wach. Bro, danke. Zwei Monde immerhin. Das ist viel, oder? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann und schau. Oh mein Gott. Mir fehlen die Worte, es ist einfach jetzt an so einem Level angekommen, es ist einfach nur noch ekelhaft. So, die Scheiße, mein Gott, ich bin so schlecht darin, hier diese Dinger zu finden, Real Talk. Ich hab so Panik gerade bekommen. So, jetzt erstmal hier alles. Bro! Mein ganzes Maul stinkt nach Scheiße. Ja, damit. Nochmal zwei mehr, hä? Nochmal zwei mehr. Send mich Pussy, aber ich spare mir die Sips wieder an, okay? Wenn ich nochmal getroffen werde, drei Sips mehr. Und dann sterbe ich einfach. Hey, du fetter Vogel, hast du schon mal Sauerkrautsaft getrunken? Ich glaube nicht. Abkürzung, wir machen hier auf gar keinen Fall Jump'n'Run-Action. Hä, müssen wir den jetzt noch besiegen? Wir haben alle Monde. Wir können einfach gehen. Hä, wie mega geil ist das denn? Wie sehen wir aus? Wir lieben ihn's denn. Jetzt diesen scheiß Drachen besiegen und... Da ist er jetzt. Rappe die da, Speedrun wie die Scheiße. So, genau. Send deine Stromschläge ruhig. Zack, zack, zack. Und weg. Wow, wow. Digga, war das close. Heilige Macaroni. Okay, einmal noch treffen. Diese scheiß Beyblade-Reifen sind so nervig, weil ich überhaupt nicht checke, wo die hingehen. Die haben Aimbot. Kann das nicht mehr. Ich kann diese Challenge nicht mehr, Leute. Hallo, Goldsetter Indien, wollen Sie eine neue Windows haben? Das heißt, es ist fast voll dann, jetzt beim nächsten Schluck. Und das heißt, wenn wir bei Bowserland zu oft getroffen werden, dann haben wir ein ganzes Glas vor uns. Und am Ende, ich sag's dir ehrlich, es ist einfach auch kein Spaß mehr so. Werden wir ernsthaft heute noch ein volles Glas trinken müssen? Genug Selbstmitleids. Aber wisst ihr was? Wir sind so weit gekommen, nicht um jetzt aufzugeben. Wir holen das nach Hause. Aber vielleicht holen wir es so rein. Und zwar holen wir das rein mit einer gottlosen Montage.
so weit gekommen. Ein Treffer angespart. Ist okay. Ein Treffer angespart. Trau dich. Hoppa. Yes. Bitte Mecker. Fick mich nicht. Mein Gott, Alter! Weg und weg und weg und weg und weg! Bro! Und weg und weg und weg! Danke! Das war's noch nicht! Das war's noch nicht! Was gehört? Montage 1 abgeschlossen und jetzt ein ganzes Glas. Ich kann das ja nicht. Also es ist ja nicht möglich mehr. Das ist ja... Ich schwöre, ich kotze gleich. Ich versuch's doch mal mit Nase zu. Okay, Leute, jetzt geht's ab. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's verfickt nochmal ernst, Alter. Oh, war das knapp! Zur Randinfo, ich spiel das zum zweiten Mal in meinem Leben dran durch, ne? Oh Gott, Leute! Nochmal! Nur für einen hinten wie abgefuckt! Hype, ja, Mann. Und jetzt ist mir so scheißegal, es ist vorbei. Guck mal, das ist alles, was ich noch habe. Ein Liter von fucking diesem Scheißsaft getrunken. Ein letztes Mal, weg mit dem Dreck. Oh, ich sterb nochmal. Geschafft. Kleines Update, Leute. Ich habe Durchfall bekommen.